Aloha, hey und herzlich willkommen zum zweiten Spiel zwischen Imbas Trelog und Beastie Cutie. Blau gegen Gelb, Böse gegen Gut, Recht gegen Schlecht. Nein, Quatsch, mehr Recht als Schlecht. Ja, das erste Game hat Strelok für sich entschieden. Mit mehr Makro hat er dann einfach Cutie irgendwann outmakrot. Und ja, es hat sich quasi wie Frankreich Erster Weltkrieg hingezogen mit ordentlichen Grabenkämpfen. Jetzt seht ihr halt wieder den obligatorischen Mirror Match. Synchron, Schwimmf, Gleichflug. Seht ihr hier, Depot. Und wenn ich hier gucke, Depot. Oh, aber wir sehen hier, Strelok an der Choke, während Cutie in die Mineral Line geht. Das heißt, Strelok wird wohl einen Wall-In spielen, während der Herr Cutie dann sich eher auf späteren Hellion Harris einstellt. Ja, den Rex stellt er dann hier. Also, mal gut. Ja, Rex kann er schlecht hier stellen, weil wenn er dann einen Addon an hier dran schraubt, dann würde das halt hier hingehen wollen und da ist kein Platz. Und einen Addon zu benutzen, um die Choke zu blocken, ist halt irgendwie... Nee. Ist halt irgendwie... Nee. Ja. Tja, der Terran Synchronflug. Diesmal bleibe ich halt nur auf ein. Ja, hier Scouting von... Beastie Cutie ist unterwegs. Und ja, wie gesagt, Synchronflug halt. Wir hoffen halt irgendwie, dass das schnellstmöglich durchbrochen wird, weil Games werden nicht dadurch spannend, dass man irgendwie gleich spielt. Also ein bisschen Abwechslung ist halt immer ganz gut. Micro und Positioning und Timing ist halt immer interessant, aber man will ja auch ein bisschen hier, ne? Die einer gegen die und die ist OP und die ist kacke. Man muss sich auch ein bisschen aufregen können. Das ist wie beim Fußball. Deswegen, kennt ihr die Begründung, warum es keine Tortechnik gibt, damit die Aufregung weiterhin bestehen bleibt. Tja, so ist das. Jetzt sind wir vom Thema gekommen. Ja, Reaper auf beiden Seiten. Oh, jetzt hier Strelok schon früher am Depot adden. Hierhin halt, um dann später vielleicht noch irgendwas hinzuzimmern, um den Wall-In auch dicht zu machen. Reaper gleich beide raus und dann schauen wir mal, ob die sich ordentlich ins Gesicht geben oder ob die sich einfach nur zum Kaffeekränzchen treffen. Ja. Ach, übrigens die Map. Ja, das ist die Map mit den vier Botch-Towern und Mineralien drumherum. Ich glaube, sie heißt irgendwie Ture. Ah, hier schon wieder vergessen. Oh, und hier erste zwei Schüsse schon vom Reaper von Strelok. Das heißt, Beastie Cuties Typi hier ist halt irgendwie ordentlich angeschlagen und kann sich auch gleich wieder zurückziehen. CC jetzt auf beiden Seiten und Factory auf Seiten von Cutie. Lass mich raten. Factory auf Seiten von Strelok auch. Mein Gott. Das ist so eine Überraschung. Ja, wir gehen jetzt mal ins Supply-technisch 24-21. Und ja, halt noch nicht so viel Unterschied. Bei den Workern auch 21-20 zu Count. Armee-technisch hat hier VCQT ein mehr Supply. Aber er hat halt auch nur hier Horst, den angeschlagenen Reaper. Und seinen Freund Günni, der hält sich halt für den Größten. Und diejenigen Leute, die sich für den Größten halten, die fliegen halt dann meistens die Fraser. Ja, hier wird die CC. Oh, delayed bei 98%. Und gut, das WWF wird halt geopfert, aber dafür kommt jetzt hier Marauder. Das ist Karl-Heinz. Karl-Heinz unterstützt hier Günni und seinen Freund Horst. Ja, das Feuerzeug kommt mit einem Hellion dazu. Auch ein Hellion auf Seiten von Strelok. Beide bauen Flughafen und dann sehen wir gleich wahrscheinlich Flughafen-Action. Ich würde schätzen, Medivacs. Na, wäre mal was Neues. Ich würde jetzt halt gerne mal irgendwie was Neues haben. Wie wär's denn mal mit einem Banshee? Ja, die beiden hier gehen sich ordentlich aufs Gesicht. Horst und sein Freund Günni hat's erwischt. Dafür hat Karl-Heinz halt geregelt. Und was sehen meine blinden Augen denn da? Tarnfeld und dazu eine Banshee auf Seiten von Strelok. Da hat der gute Mann mich erhört. Ja,
Das ist doch schön. Ja, hier, der, an Karl-Heinz kommst du nicht vorbei. Ich bin Türsteher. Und, notfalls habe ich noch meinen Porsche. Und mit meinem Porsche mache ich Feuer. Ja, Medvec auf Seiten von Cutie. Der spielt halt irgendwie ganz wie so, wieder wie eben. Voraussehbarkeit ist halt irgendwie doof, aber das hatten wir ja schon in den Matches davor, dass die Leute sich taktisch, sie haben sich auf ihre Taktik eingeschossen und sind dann halt manchmal auch einfach nicht gewillt, die zu ändern. Und jetzt werden wir gleich ein bisschen Dropship-Action sehen, während Flugzeughafen sich an Tech-Labor andockt und mal sehen, was dann kommt. Dann kommt, dann kommt der Herr Cutie auch mit Banshees. Aber derzeit sieht es eben danach aus, dass es leicht zu spät kommt. Hier der erste Action mit den beiden Hellions. Schön in die Eco. Der Bunker halt misplaced für den Drop hier. Eco-Line muss ich hier nach oben retten, während hier drei Depots stehen. Hier schauen wir. Oh, hier ist Banshee am Werk. Ja, der arme Herr QT hat halt nur einen Marine und der Marine ist hier vorne irgendwo. Und das heißt Juicy Echo. Wir sehen uns mal das Tab an. 33, 28, 32, 27. Also sie geben sich halt hier beide jetzt ordentlich aufs Gesicht. 25 Blocker. Ja, das Turret steht halt scheiße. Und da kommt auch schon das GG. Schnelles Game. Strelok hat hier mit seinem Banshee Play das Game entschieden. Er hat sich früher darauf dazu entschieden, auf Banshee zu spielen und damit hat er sich den Sieg hier eingefahren. Kurzes, knackiges Match, so wollen wir das haben und auch mal nicht der ganze synchron 0815 Standard konservativen Brei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns wieder oder beziehungsweise ihr hört mich und ich würde euch auch gerne lesen. Kommentare sind immer gern gesehen. Ihr könnt mich auch flamen über mein super nicht vorhandenes Taktikverständnis oder meine doofe Ausdrucksweise oder wie kacke ich bin. Ich meine, Haters gonna hate. Haters machen famous. Weil, ne, wisst ihr, wer Hass hat, hat auch Fame. Wenn man keine Hater hat, ne, dann muss man damit immer vorsichtig umgehen. Hater. Wenn ich das Wort noch dreimal sage, dann, na, wisst ihr Bescheid. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr euch das gerade anschaut. Und ja, hatte ich schon erwähnt, dass ich mich freuen würde, wenn ich euch lese und ihr mich wieder hört. Ja, okay. Ich kann euch auch auffordern, mich zu abonnieren. Jetzt hör auf. Nein, das mache ich nicht. Tschüss, bis denn.